Freitag, 19. Januar 2018. Nach der 2:3 Niederlage am vergangenen Sonntag in Berlin kommen nun heute die Preußen, die auch das letzte Spiel in Hamburg mit 3:2 gewinnen konnten, ins Eisland Farmsen. Bei den Crocodiles wird Moritz Israel, dessen Tor gegen Tilburg gerade zum Tor des Monats Dezember gewählt wurde, sein Comeback nach einer Verletzungspause geben. 33. Spieltag der Oberliga Nordsaison 2017-2018. Crocodiles Hamburg gegen den ECC Preußen Berlin. Hier jetzt schon, zu sehen, riesen Laufpensum bei Josh, jetzt auf der rechten Seite, wieder rein ins Angriffsdrittel, über die rechte Seite kommend, Reichert, Schuss von Gerhardt, nachgestochert von Zimmer, dann hat Schmidt den Handschuh drauf, Spiel unterbrochen. Mit dem Fehlpass, jetzt der Konter, 2:0, Wild, mit dem Schuss trifft er allerdings nur das Gehäuse, Glück für die Hamburger, Konter zu Raflev. Für Gerhardt, der auf Kalovi und Kalovi mit dem 1:0. Vierter Saisontreffer für Fabian Kalovi. 1:25 im ersten Drittel noch zu spielen, weiterhin die 1:0-Führung für die Crocodiles. Jetzt ein Kniecheck hier. Und Suraflev den Ausgleich hier verhindert. Bär verliert den Puck dann an Gibbons. Dann ist das Tor verschoben. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt auf dem Weg nach vorne. Grunwald. Bölke. Rein in die Zone der Hamburger. Mit dem Schuss. Mit dem Tor. Revidiere meine Aussage von eben. Timdorf Rostock 1:3. Tja, und Crocodiles Preußen Berlin 1:1. Schimming in der neutralen Zone. Ja, es wird jetzt sehr körperbetont. Der Arm des Schiedsrichters ist hier auch oben. Welche Überraschung. Nummer 46 erneut Schimming. Seine dritte Strafe in Folge. Aber sehr vielseitig, alles ein anderer Regelverstoß. Ja, Abwechslung muss sein. Ja. Den Rückstand verhindert. Israel hinterm eigenen Gehäuse. Links auf Sinowitz. Suraflev kommt über die rechte Seite. Bremst ab. Wieder Schläger der Berliner dazwischen. Es rutschen hier erstaunlich viele. Und jetzt der Konter über Wild. Gibbons mit dem Schuss. Christian pariert. Von Gerhardt. Kalovi. Rechte Seite Zimmer. Mitchell. Links auf Kalovi. Der rutscht dann über die Scheibe, fängt sich dann einen Check. Schuss der Berliner geht im Tor vorbei. Reichert. Ungenaues Zuspiel. Gibbons. Mitchell. Suraflev auf Prüssner und Prüssner mit dem 2:1. Er macht das da aber am langen Posten auf Spannen. Da hat er sich noch mal überlegt, ob er schießen will oder nicht. Walz schlägt ins Leere. Stocker jetzt vor Kai Christian. Stocker. Scheitern. Glück für die Hamburger. Und Bölke auf dem Weg nach vorne. Gibbons findet dann Riesenglück hier für die Crocodiles schon wieder. Gibbons, der da den
freistehenden Mitspieler am langen Pfosten anpasst. Mitchell in die Rundung. Israel. Wird dann von hinten umgeschubst. Mitchell, Israel. So, jetzt wird es ein bisschen ruppig da. Kann diese Querflöte dort nicht mal früher einschreiten, dann passiert sowas gar nicht mehr. Gibbons ohne Helm. Der Linesman hat da allerhand zu tun, ihn da zu beruhigen. Israel packt jetzt nochmal den Handschuh gegen Gibbons aus. Sehen wir jetzt noch ein drittes Tor von den Crocodiles. Ja, das könnte es sein. Suraflev, 4 Sekunden allein auf weiter Flur und er macht den Empty-Net. 3:1. 1,7 Sekunden, das sollte es gewesen sein hier. Ich nehme jetzt mal hier auf den Fenstergang. 3:1 gewinnen wir. Und damit empfiehlt Leo Küssner das Game Winning Goal. Ja, Fabian Kalufi steht bei mir. Fabian, ein Tor, eine Vorlage heute und ihr habt gewonnen, 3:1. Gratulation. Kurz aus deiner Sicht, wie war das Spiel? Ja, danke erstmal. Ja, wir haben im ersten Ritt stark gewonnen. Im zweiten Ritt haben wir ein bisschen nachgelassen, haben Berlin ins Spiel kommen lassen, haben wir auch ein Tor interessiert. Und im dritten Ritt haben wir uns nochmal Vollgas gegeben und das Spiel gewonnen zusammen. Du ja heute auch wieder als Verteidiger mit im Spiel, hast ja die letzten Spiele ein bisschen öfter gemacht. Vor dem Spiel der Ausfall von Norman Martens. Gerüchteweise fällt er bis zum Ende der Saison aus. Weißt du da irgendwas Genaueres? Ja, ich wusste bis zum Spiel eigentlich gar nicht, dass er überhaupt nicht spielt heute. Und ich habe auch gar nichts gehört, was ob er jetzt länger ausfällt oder nicht. Jetzt seid ihr dann dezimierter Kader. Berlin war heute sehr, sehr körperbetont. Du hast einiges an Checks bekommen, du hast einiges an Checks verteilt. Wie ist das, wenn ihr sowieso schon viel Eiszeit habt durch die wenigen Reihen? Die haben noch so körperbetont zu spielen. Ja, es macht noch um einiges härter, aber wenn man im Spiel ist, dann spürt man das erst nach dem Spiel. Okay, was erwartest du jetzt von den nächsten Spielen? Dass wir mal das ablegen, dass wir ein Drittel ein bisschen nachlassen, dass wir 3 Drittel lang voll konzentriert und Vollgas spielen können. Okay, hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Vielen Dank dafür und viel Erfolg bei den nächsten Spielen. Danke, danke. Ja, das war's hier unten. Zurück zu euch.